Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Juli von Yusha und wir spielen wieder eine Runde Dragon Age. In der letzten Folge haben wir... Irgendwie ruckelt das leicht. Haben wir Dorf Redcliff gerettet und jetzt würde ich gern... Was scheiße, da steht ja echt was dran. Da habe ich nie drauf geguckt. Gar nie. Und jetzt wollten wir uns eigentlich bei der Mühle treffen, um ins Schloss zu kommen. Da müssen wir nämlich hin. Und das tun wir aber erst, nachdem wir das hier alles gelesen haben. Ungünstiger Zeitpunkt, Luna. Na dann mal los. Schwester Giselle verkündet: Wir haben die unglückliche Nachricht erhalten, dass die dunkle Brut ihre Vorstöße nun auch auf Gebiet ausgedehnt hat, die bislang für Reisende als sicher galten. Ein Bote von einer Grenzkarawane berichtet, sie seien nichtsahnend in befallenes Territorium gefahren und dort von mehreren Kreaturen verfolgt worden, die sie aber nicht gesehen hätten. Er wurde losgeschickt, um Hilfe zu holen. Ich weiß weder, was seinen Kameraden widerfahren ist, noch ob die Handelsroute noch besteht. Reisende durch dieses Gebiet werden zu erhöhter Vorsicht angehalten. Wer sich in der Lage sieht, die in Bedrängnis geratene Gruppe zu retten oder zumindest ihren Status zu ermitteln, erhält dafür eine Belohnung. Na, das machen wir doch. Brüder und Söhne und so. Schwester Rana schreibt im Namen ihrer Nachbarn: Die Vorstöße der dunklen Brut im Süden haben die Kommunikation enorm erschwert. Sogar über die offiziellen Kanäle. Die Verwandten der Rekruten in der Osthügelkompanie haben mich angefleht, Nachricht von ihren Brüdern und Söhnen zu bringen. Ich verfüge nicht über die nötigen Mittel dazu, könnte aber einem Reisenden mit mutigem Herzen die Position ihres derzeitigen Gefechts geben. Wer die geliebten Menschen findet, dem biete ich dafür das wenige Silber, das im Gremium zur Verfügung gestellt wurde, sowie die tiefe Dankbarkeit der Kirche. Das machen wir doch auch. Oberflächlich, klingt doch gut. Ein Bote überbringt diese Bitte von Kommandant Tammes? Irgendwie so. Ob schon die mir zu Ohren gekommenen Berichte mit Sicherheit übertrieben sind, ich bin verrutscht. Beunruhigt es mich doch, dass die Kreaturen Redcliff angreifen. Haben wir doch schon gemacht. Wenn wir diese widernatürlichen Wesen nicht richtig bekämpfen und ihr Wiederauftauchen verhindern wollen, benötigen die Magier in meinen Diensten sorgsam zubereitete Proben ihres Fleisches. Sollten sie danach erneut auftauchen, sind wir bestens vorbereitet. Wenn erfahren die Krieger zur Verfügung stehen, sollen sie Proben der verbliebenen Kreaturen beibringen, so nah bei der Quelle wie möglich. Die Kirche wird diese einfache Aufgabe mit spirituellen Fürbitten vergelten. Für größere Mengen stehen auch Goldmünzen bereit, aber deren Verfügbarkeit ist begrenzt. Okay. Zuflucht der Verzweiflung. Ich habe gerade eine Nachricht von Schrati bekommen und ich verstehe kein Wort. Aha, Charlie hat geträumt, dass sie von irgendwas zerfleischt wird. Ich habe keine Ahnung, was genau das sein soll, aber okay. Sie hat sehr seltsame Träume und jetzt weiß es jeder. Okay, Schwester Rana hat von einer bevorstehenden Tragödie erfahren. Ein Bote hat mir schlimme Nachrichten gebracht. Eine Gruppe von Flüchtlingen wurde von der dunklen Brut verfolgt. Sie wurden auf ihnen unbekannten Gelände eingekesselt und kämpfen nun um ihr Leben. Alle Templer sind beschäftigt und ich selbst verfüge nicht über derlei Mittel. Wenn jemand mit den entsprechenden Fähigkeiten diese Leute retten würde, so kann ich ihm dafür nur den ehrlichen Dank von mir selbst und der Kirche anbieten, in der Hoffnung, dass diese Person damit zufrieden ist. Na komm, ja, Flüchtlingskrise, da können wir auch mal ein bisschen helfen. So, wir haben ein paar neue Quests angenommen. Die sind aber alle außerhalb, das heißt, dass wir irgendwann nochmal hierher kommen müssen. Und bis dahin habe ich mein Inventar geleert, zufälligerweise. Habe ich tatsächlich, ich bin immer sehr gut darin. Also sehr fleißig am Ausleeren.
Auch hier ein bisschen was an Gold zusammengesammelt. Das ist ganz gut. Dann gehen wir jetzt zur Mühle. Ich habe mir tatsächlich noch nie in Redcliff diese Anschlagtafel angesehen. Das war das allererste Mal. Ich bin sehr aufmerksam gewesen bisher immer. Naja, was soll's. Dann bin ich mal gespannt, was im Schloss Redcliff so vor sich geht. Und wie viel wir da kaputt hauen müssen. Da sind hundertprozentig wieder irgendwelche Monster, die wir. Naja, klar, die anderen Monster kamen ja daher. Speichern. Huch. Auf zum Schloss. Cool, ich kann sogar lustige Zeichen reinbasteln. Okay, da sind wir. Das Schloss sieht von hier seltsam ruhig aus. Als wäre überhaupt niemand mehr drin. Ich sollte keine Zeit mehr verlieren. Mein Plan war, ins Schloss zu gehen, sobald das Dorf in Sicherheit war. Es gibt einen Geheimgang hier in der Mühle, der nur meiner Familie zugänglich ist. Warum sagt ihr das denn nicht früher? Ihr wärt dann ins Schloss gegangen, anstatt im Dorf zu bleiben. Und wir brauchten Krieger. Es tut mir leid, wenn ich. Beim Atem des Erbauers. Tegan, dem Erbauer sei Dank, dass du noch lebst. Isolde, du lebst. Wie bist du? Was ist passiert? Keine Zeit für lange Erklärungen. Ich habe nach der Schlacht das Schloss schnellstmöglich verlassen und muss im Wälde zurück sein. Und du musst mit mir zurückkehren, Tegan. Allein. Allein. Entschuldigung. Vorsicht, das könnte ein Hinterher sein. Das wird aber als Erklärung nicht genügen. Warum gehen wir nicht alle ins Schloss? Dich beruhigt wohl gar nicht, was hier passiert ist. Okay, das wird aber als Erklärung nicht genügen, du. Was? Wer ist dieser Mann, Tegan? An mich erinnert ihr euch doch, Lady Isolde. Alistair? Bei allen. Warum seid ihr hier? Das sind graue Wächter, Isolde. Ich schulde ihnen mein Leben. Verzeiht. Ich würde ja Höflichkeiten austauschen, aber angesichts der Umstände... Bitte, Lady Isolde. Wir wussten nicht, dass im Schloss noch jemand lebt. Wir brauchen Antworten. Ich weiß, Erklärungen sind vonnöten, aber ich... Ich weiß nicht, was ich ohne Gefahr erzählen kann. Tegan, im Schloss ist etwas sehr Böses. Die Toten erwachen und jagen die Lebenden. Der verantwortliche Magier wurde ergriffen, aber das hat die Lage nicht verbessert. Und außerdem wird Connor wohl wahnsinnig. Wir haben überlebt, aber er will das Schloss nicht verlassen. Er hat so viel Tod gesehen. Du musst ihm helfen, Tegan. Du bist sein Onkel. Auf dich hört er vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass ihr uns nicht alles erzählt? Hm? Wie? Wie bitte? Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung. Ich mag sie nicht. Nicht, wenn es wahr ist. Etwas unfassbar Böses hält meinen Sohn und meinen Mann als Geisel. Ich bin hier, um Hilfe zu erbitten. Was wollt ihr noch von mir? Aber ich verstehe nicht, was du mit dem Bösen meinst. Hat das die wandelnden Leichen geschaffen? Was ist es? Von einem Zauber des Magiers. Dadurch können Eamon, Connor und ich am Leben bleiben. Die anderen hatten weniger Glück. Es hat viele getötet und ihre Leichen zu wandelnden Albträumen gemacht. Und als es im Schloss fertig war, machte es im Dorf weiter. Es will, dass wir leben, aber den Grund kenne ich nicht. Es hat erlaubt, dass ich dich hole, Tegan, weil ich darum gebettelt und gesagt habe, dass Connor Hilfe braucht. Könnte dieses Böse wohl eine Art Dämon sein? Ich weiß es nicht. Oh, der Erbauer sei uns gnädig. Könnte es wirklich ein Dämon sein? Es darf meinem Connor nichts tun. Du musst mit mir zurückkommen, Tegan. Bitte! Ich möchte mehr über diesen Magier erfahren. Er ist ein Eindringling. Er gehörte zur Dienerschaft des Schlosses.
Wir haben ihn ertappt, als er meinen Mann vergiftet hat. Dadurch wurde Eamon krank. Eamon wurde vergiftet? Er sagt, ein Mann von Taryn Logan habe ihn angeheuert. Es kann gelogen sein, aber ich weiß es nicht. Warum muss Tegan alleine gehen? Wegen Connor. Ich habe zugesagt, schnell zurückzukehren und nur Tegan mitzubringen. Tegan. Natürlich kannst du deinen Männern befehlen, mir ins Schloss zu folgen. Ich bitte dich nur um Connors Willen, es nicht zu tun. Okay, genug der Fragen. Wir müssen entscheiden, wie wir vorgehen. Der König ist tot. Wir brauchen meinen Bruder jetzt dringender als je zuvor. Ich kehre mit dir ins Schloss zurück, Isolde. Oh, dem Erbauer sei Dank. Sei gesegnet, Tegan. Sei gesegnet. Okay, dann besteht wohl keine Wahl. Ich hege nicht die Illusion, dass ich allein mit dem Bösen fertig werde. Aber ihr habt euch als wahrhaft beeindruckend erwiesen. Isolde, entschuldigst du uns einen Moment? Wir müssen kurz etwas besprechen, bevor ich mit dir ins Schloss zurückkehre. Bitte mach schnell. Ich warte bei der Brücke. Ich mag die nicht. Hier mein Vorschlag. Ich gehe mit Isolde und ihr gelangt über den Geheimgang ins Schloss. Mein Siegelring öffnet die Tür. Vielleicht kann ich das Böse im Schloss ablenken. Damit steigt eure Chance, unbemerkt hineinzugelangen. Was haltet ihr davon? Okay. Ist das alles? Der Rest hängt an mir? Achso. Was genau soll ich machen, wenn ich drin bin? Wenn ich das nur wüsste. Aber ich weiß genauso wenig wie Isolde über diese böse Macht. Sir Perth und seine Männer können am Schlosseingang nach Gefahren Ausschau halten. Wenn ihr die Tore von innen öffnet, können sie rein und euch helfen. Es gibt wohl niemanden mehr, der euch helfen könnte. Wenn ihr nicht geht, ist es an mir, mein Möglichstes zu tun. Hier ist mein Siegelring. Er öffnet das Türschloss in der Mühle. Was immer ihr tut, das Wichtigste ist Eamon. Bringt ihn raus, wenn es sein muss. Isolde, ich und alle anderen, wir sind entbehrlich. Ich verstehe, ich tue mein Bestes. Ihr seid ein guter Mann. Der Erbauer hat auf mich herabgelächelt, als er euch nach Radcliffe geschickt hat. Ich kann nicht länger warten. Ich sage euch zum Abschied Lebewohl. Und viel Glück. Ja, da haben wir doch eine Menge Zeug getan. Ich muss mal ganz kurz in die Option hinein. Okay. Jetzt geht's mir schon besser. Und wir können in die Mühle hinein. Genau so wird's gemacht. Ich weiß genau, dass er das sagen wollte. Das sagt er immer. Ich speichere nochmal ganz kurz. Man kann ja nie genug speichern. Da sind noch hübsche Sachen versteckt. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, ein Liebesbrief. Das ist ja so süß. Und da geht's runter. Total unauffällig ist da eine Luke. Kommt ich gerade aus dem Bild raus? Jetzt ist es... Oh. Na, 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 okay. Ich bin mir nicht sicher, dass das so geplant war. Gut, dann gehen wir durch. Der Turm des Thickets der Magie am Ufer von Caelenhetsees ist weit älter als die Magier selbst. Er wurde vor 1000 Jahren von den Avar errichtet und später von den Soldaten des Silwinterbla übernommen. Oder so ähnlich. Und er hat aber ein lustiges glitzerndes Schwert. Hä? Soll das so sein? Irgendwie ist das komisch. Vielleicht habe ich es auch kaputt gemacht, ich weiß es nicht. Da hängt nichts dran. Hier sind lustige Ketten und Spinnweben. So, so, was ist das denn jetzt? Freunde. In Ordnung. Ich habe wieder nichts. Habe ich was aktiviert? Ja, habe ich. Fünfchen. Oh,
Das war sehr elegant, Alistair. Sollte ich deren Zeug nicht mitnehmen? Hallo? Wer ist da? Lebt da draußen noch jemand? Ja, ich. Wartet. Und du? Ihr seid keine Wache der Alessa. Nö. Kommt ihr von außerhalb des Schlosses? Möglich, wer seid ihr? Ich heiße Jawin und bin ein Magier, den Lady Isolde als Hauslehrer für ihren Sohn Connor eingestellt hat. Und dann kam ich in diesen Kerker. Warum? Was habt ihr getan? Ach, ihr habt den Aal vergiftet. Ich bin nicht stolz drauf. Die Alessa wusste nicht, was ich tun sollte, als sie mich als Hauslehrer für Connor geholt hat. Ich bin verdächtig, ich weiß, aber mit den Kreaturen und den Morden im Schloss habe ich nichts zu tun. Als das anfing, war ich schon eingekerkert. Lady Isolde kam mit ihren Männern her und verlangte, ich solle es rückgängig machen. Ich dachte, sie sprach vom Gift und dem Aal. Da hörte ich zum ersten Mal von den wandelnden Leichen. Sie dachte, ich hätte einen Dämon beschworen, um ihre Familie zu quälen und Radcliffe zu zerstören. Sie ließ mich foltern. Ich konnte nichts tun oder sagen, um sie zu beschwichtigen. Ich sollte hier verrotten. Mhm. Okay. Habt ihr diesen Dämon beschworen? Nein. Ich kann gar keine Dämonen beschwören. Warum hat sie euch nicht getötet? Ich bin nicht sicher. Sie wollten mich bestimmt holen. Aber obwohl die Schreie immer schlimmer wurden, ist niemand gekommen. Mhm. Warum sollte ich euch glauben? Solltet ihr gar nicht. Ich würde es auch nicht tun. Ich würde um Gnade bitten, wenn ich wüsste, dass ich sie verdiene. Okay. Warum hat die Alessa euch als Hauslehrer für ihren Sohn eingestellt? Lady Isolde suchte einen Magier, der Connor insgeheim ausbildet. Taryn Loghain hat das herausgefunden und mich geschickt. Ich sollte den Aal vergiften. Es hieß, Aal Eamon sei eine Bedrohung für Ferelden. Und wenn ich das erledigen würde, würde Loghain mein Problem mit dem Zirkel klären. Ich bin ein Malefiker, ein Blutmagier. Ein Blutmagier. Also das ist gar nicht gut. Ah, ihr kamt mir gleich bekannt vor. Ich dachte, ihr wärt tot. Von den Templern zur Strecke gebracht. Das mag man euch erzählt haben. Ich war untergetaucht, als man mich fasste, aber statt mich zu töten, machte mir Loghain ein Angebot. Er hat mich hier im Stich gelassen. Alles bricht zusammen und ich bin verantwortlich. Irgendwie muss ich das wieder in Ordnung bringen. Mhm. Warum genau ist Aal Eamon eine Bedrohung? Er sagte nur, dass Aal Eamon eine Gefahr für die Nation sei. Warum sollte ich Taryn Loghain nicht glauben? Hat euch Taryn Loghain selbst angeheuert? Ja. Als mich die Templer gefangen hatten, brachten sie mich nach Daenerim, wo ich hingerichtet werden sollte. Dann besuchte mich ein einzelner Mann. Es war der Taryn. Ich hatte schon Gemälde von ihm gesehen. Ich dachte, ich würde hingerichtet, aber er sagte, ich könnte mein Verbrechen sühnen und dem Land dienlich sein. Warum braucht ihr die Alessa für ihren Sohn einen Avatar? Warum wollt ihr unbedingt alles wieder gut machen? Darf ich nicht bereuen? Ich habe im Zirkel einen dummen Fehler begangen. Und der Fehler jetzt war noch viel größer. Ich bin kein schlechter Mensch. Ihr glaubt mir das sicher nicht, aber es ist so. Ich muss meine Tat wieder gut machen. Ich muss es versuchen. Warum braucht die Alessa für ihren Sohn einen Magier als Hauslehrer? Connor zeigte erste Anzeichen. Lady Isolde hatte Angst, der Zirkel der Magie brächte ihn zur Ausbildung weg. Connor? Ein Magier? Das glaube ich nicht. Sie suchte einen abtrünnigen Magier von außerhalb des Zirkels, der ihrem Sohn insgeheim beibrachte, seine Begabung zu verbergen. Ihr Gatte wusste davon nichts. Wie viel Magie habt ihr Connor beigebracht? Ein wenig, aber er ist noch sehr jung. Er kann nur ganz schwache Zauber wirken, sicher nichts Mächtigeres. Zumindest nicht absichtlich. Ich habe darüber nachgedacht. Connor könnte unabsichtlich den Schleier zerrissen haben. Ist der Schleier von dem Nichts zerrissen? Können Geister und Dämonen ins Schloss eindringen. Sind sie mächtig, würde das die wandelnden Leichen erklären. Wusste Aal Eamon nichts von den Fähigkeiten seines Sohnes? Nein. Und sie wollte unbedingt, dass er es nie erfährt. Er hätte richtig gehandelt und den Sohn aufgegeben. Und darüber war sie sehr wütend. Warum hat Isolde Angst davor, dass ihr Sohn ein Magier wird? Weil er weggebracht würde. Für immer. Ein Magier kann keinen Titel erben. Nicht einmal der Sohn eines mächtigen Aals. Außerdem ist sie sehr fromm. Ein magiebegabter Sohn ist eine Erniedrigung für sie.
Sag ich doch, ich mag die Alte nicht. Ach so, jetzt verstehe ich. Es sollte nie so enden, das schwöre ich. Lasst mich euch jetzt helfen. Joan hat gute Absichten, aber ein Blutmagier. Es ist schwierig, so jemandem zu trauen. Ich weiß nicht. Er ist ein Blutmagier, aber die Situation ist ungewöhnlich. Gebt mir bitte eine Chance. Ich kann euch nicht leben hier lassen. Wie wollt ihr es denn in Ordnung bringen? Ich will alle retten, die noch da oben sind. Irgendwas muss ich doch tun können. Und was passiert danach? Danach werde ich eingesperrt, hingerichtet oder was mit Leuten wie mir eben gemacht wird. Ich will nicht mehr vor dem Zirkel davonlaufen. Ich muss für meine Vergehen einstehen. Das wäre lobenswert, sofern es stimmt. Freut mich, dass ihr es so seht. Was nun? Also gut, ich lasse euch auch aus eurer Zelle, aber keine mehr ziehen. Ihr lasst mich raus? Und dann? Na, ihr kommt mit. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich möchte helfen, aber ich bin nicht sicher, ob ich euch in eine derartige Gefahr folgen will. Bitte sollt nicht wieder erscheinen. Dann helft mir, macht es bitte nicht noch schlimmer. Das werde ich nicht, versprochen. Ich werde einen Weg finden, das zu bereinigen. Alistair ist dagegen. Naja, was soll's. Ich habe ihn trotzdem rausgelassen. Ist mir doch egal. Hauptsache, er tut was. Ist er jetzt weggelaufen? Schön, er nicht. Naja, das war's auch schon für diese Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tüdelü.